Sabitzer war es nicht. Kloster Arnold. Ja, Sabitzer war es nicht, habe ich gar nicht sehr confident gesagt. Sabitzer war es. Servus Fußballfreunde und willkommen zu einem neuen Quiz. Wir raten heute, wer ist der Kapitän des Fußballclubs? Und ich hätte gesagt... Okay, let's go. Direkt reinstarten. Today we are bringing you a new challenge. Who is the captain of the football club? You will get 10 points for each correct answer. Let's start. So, first gucken wir uns das mal an. Bayern. Digga, das ist so peinlich, ne? Aber ich muss gerade wirklich überlegen. Aber ich... Ist neuer Kapitän? Ja, neuer, oder? Müller? Nee. Neuer. Goretzka sicher. Neuer? Das wusste ich. Wusste ich. Second question. Natürlich. Ich, das wusste, na klar wusste ich das. Alles klar, Digga. PSG, Ramos, nee, Ramos und Verratti, die beiden ja, mit den Tattoos, aber die sind's nicht, dann ist es Marquinhos. Ich stopp gerade nur, weil ich lasse euch immer Zeit bis zum Ende, damit ihr auch mitraten könnt. Marquinhos, korrekt. Oh, 2 von 2, also ein guter Start in diese, in dieses neue Fernandinho. Muss Fernandinho, geiles Bild übrigens von De Bruyne, aber muss Fernandinho sein, auch wenn er mit dem Alter. Fernandinho. Safe. Let's go. Let's go. Oh. Vidal, Kolarov oder Handanovic. Rein von dem her, wie lange er schon beim Verein ist. Gut, alt sind alle drei, aber wie lange er schon beim Verein ist, denke ich mir jetzt Handanovic, ohne es zu wissen. Ja, Mann. Natürlich wusste ich es. Ich hab nur geblufft. Klar, wusste ich das. Question 5. Leicester City und da... Oh, das ist... Okay, gehen wir das Ganze analytisch an. James Maddison fällt für mich weg, ist zu jung. Kaspar Schmeichel wäre für mich so ein richtig guter Pick für das. Ich kann mir nicht vorstellen... Ist Jamie Vardy ein Kapitän? Oh, Jamie Vardy, der... Ich habe Angst vor Jamie... Ich sag Jamie Vardy. A. B. Kaspar Schmeichel. Verdammt! Who is the captain? Kacke. Don Schmelzer natürlich. Nee, ja. Entweder einer der beiden legendären Außenverteidiger, Schmelzinho oder Thomas Meunier. Marco Reus müsste das sein von Dortmund. Jawohl, Eck. Super, ich als Schalke-Fan kenne den Kapitän vom BVB. Nice. Oh, 3 verschiedene Trikots. De Gea, Rashford und Maguire. The correct answer. Maguire guckt so, ja, ich bin Kapitän. Rashford denkt sich, Alter, Gott sei Dank, bin ich nicht Kapitän bei der Schweinstruppe. Und De Gea brüllt einfach mal, David, Harry, mach mal einen vernünftigen Job, Mann. Ist es, aber ich glaube, es ist De Gea, oder? Oder ist es Maguire? Ah. Ja, ich habe, oder Maguire, also das zählt als Punkt, oder? Schreibt es mir in die Kommentare. Ja, okay, ich habe De Gea gesagt, ich gebe es ja zu. Marcelo, was ist denn das für eine wilde Frisur, Digga? Hier müsste Modric. Luka Modric. Marcelo? Marcelo spielt doch gar nicht. Der spielt doch gar nicht. Das habe ich nicht mitbekommen, dass Marcelo Kapitän ist. Das Bild von Pepe. Und Cardoso denkt sich so, ja, mach ich den Abflug, Digga, wenn Pepe am Platz steht. Pepe muss das sein, B. Ja, mein Gott sei Dank. Alles andere hat mich jetzt sehr, sehr schwer gewundert. Die AS Rom, boah, da habe ich absolut keinen Plan. El Shaarawy, nee. Ist es Mkhitaryan? Ich sag Mkhitaryan. Ja. Klar, da ist es Pellegrini, wenn ich mir denke, Mkhitaryan, El Shaarawy, ja, Pellegrini, nee, hätte ich nicht gewusst. Das war schwierig, AS Rom. Wenn ich mich da jetzt nicht komplett blamiere, sollte das leicht, also leicht sein, für mich zumindest, weil ich es glaube ich weiß, das müsste Aspi sein, also Cesar Azpilicueta. Naja, zeigt's. Daumen hoch. Ich hab's nämlich richtig. Shish. Ja, ich glaube, jetzt haben wir 9 von 12. Also, ich habe jetzt 9 von 12, glaube ich. Paillé oder Mandanda? Mandanda, B. Ja, Mann. War ein bisschen geraten. Nur ein kleines bisschen, aber war richtig. Also,
gut geraten. 5. Nee, Frage 13 ist das, Luis. Savic, oder? Ist Savic? Savic? Cook? What? Achso. Oh. Oh. Ja, das ist nicht. Das Video ist anscheinend älter als ein halbes Jahr oder so. Denn Cook spielt. Bin ich jetzt lost? Aber Cook ist schon der Cook von Chelsea. Bin ich gerade. Oh, ich habe gerade einen. Ja, Blackout ein bisschen. Stick Hillenburg müsste der Kapitän hier sein. Oder Tadic? Ja, Tadic. Scheiße. Who is the captain? AC Milan. Romagnolo. Maldini sicher nicht. Ich glaube aber auch nicht Zlatan, oder? Romagnoli. Let's go. Radetzky. Da ist es Radetzky oder. Ich sag jetzt, da ist es Radetzky oder Arangis und dann ist es wahrscheinlich Tah, denn der guckt mich schon so an. Ich. Arangis. Radetzky. Ah, das tut weh. Okay, ja. Cristiano ist es sicher nicht von Juve, ja. Ja gut, könnte ja damals sein. Chiellini natürlich. Chiellini, der geborene Kapitän. In seinem Alter natürlich auch. Auch hier, Sabitzer war es nicht. Dani Olmo auch nicht. Es war Klostermann, oder? Es war Sabitzer? Ach ja, Sabitzer war ja damals, bevor er zu Bayern gegangen ist. Oh. Ja, Sabitzer war es nicht, habe ich gar nicht sehr confident gesagt. Sabitzer war es. Verdammt. Verdammt. Thiago schlägt sich da drüber, aber Trent lacht, aber es war Jordan Henderson und ist auch immer noch Jordan Henderson, natürlich. Natürlich, der Anführer des FC Liverpool. Mal gucken, ob er dieses Jahr auch noch Champions League und Premier League Trophäe liften kann. Daniel Vasilisen oder Gaia. Boah, das ist wieder schwer. Was? Kann ich mir nicht vorstellen, aber Gaia ist schon lang bei Valencia. Also, oh, schon ewig jetzt da. Vasilisen. Ich sag Vasilisen, der ist älter. Ah, es ist Gaia, natürlich. Hatte immer eine richtig sicke FIFA-Karte, der Gaia. Lacazette ist es nicht. Ah, Aubameyang. Es ist. Nee, es war Lacazette, oder? Lacazette? B. C, wow. Ja, der spielt ja dort nicht mehr. Drum musste ich das nicht wissen. Ja, klar. Master auf Ausreden suchen sitzt original hier vor euch, Freunde. Rakitic, Navas oder Suso. Jesus Navas. B. Jesus Navas. Ja, war zwischen Navas und Suso. Aber ich dachte, Navas. Alt, aber immer noch gut. Liam Cooper, Calvin Phillips oder Patrick Bamford? Ich sage jetzt einfach Liam Cooper, da ich glaube, dass der älteste von den dreien ist. Ich sag's euch, Freunde. Das ist eine Taktik. Einfach so, ja, der sieht alt aus. Ist der Captain. War doch auch so, ja? Stabil. Option 2, der Lelli. Nee, der ist abgestürzt. Ja, das ist wieder halbwegs leicht. Das ist Hugo Lloris. Also A. Oh, Gott sei Dank hat das gestimmt. Wäre sonst peinlich gewesen wieder. Real Betis. Oh, Claudio Bravo ist irgendwie 38 und Joaquin Sanchez ist auch irgendwo, ist über 40, glaube ich. Ich glaube aber, dass es Sanchez ist. A. Yes, 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 Freunde. Gladbach. Boah, Jan Sommer sieht einfach aus, als würde er mich boxen wollen gleich. Das gefällt mir gar nicht. War es da mal? War's Stindl? Nee. Oder Ginter? Stindl. B. Das hätte jetzt wirklich jeder von den dreien sein können. Also deshalb, da war ich mir absolut, absolut am wenigsten sicher. Meine Güte. Jordan Pickford, Richarlison oder Seamus Coleman. Immer noch bei... Ja, Seamus Coleman. Oder? Die alte Legende. Natürlich. Geil, dass der da immer noch spielt. Habe ich nicht gewusst. Correa spielt jetzt bei Lazio. Oder spielt er bei Lazio? P. Immobile. Boah,
habe ich kurz gähnen müssen, hätte ich fast verkackt und jetzt bin ich auch noch an der Kamera angekommen. Meine Güte. Marc van Ginkel. Ist es Van Ginkel? Ist Götze? Van Ginkel sage ich. Ah. Marco van Ginkel, ja. Deutscher Holländer, ne? Denkt man sich, gut, wenn ein Holland spielt, könnte er dort auch Kapitän sein, ne? Ja, war richtig. Hat mal bei Chelsea gespielt, glaube ich. Thomas Suchek, Mark Noble. Also wenn das jetzt nicht Mark Noble ist bei den Hammers, dann weiß ich auch nicht. Ja klar. Der Royal Sir des englischen Fußballs und auch des Weltfußballs. Ja. Sehr, sehr nobler Spieler, dieser Mark Noble. Oh mein Gott, ich sollte mich dringend löschen gehen. Can you guess the following question? Villarreal, Alberto Moreno, Gaspar oder Parejo Gaspar. Ja, natürlich eine Option von mal. Es ist Parejo C. Es ist Gaspar. Es ist Mario Gaspar. Ja, der ist auch schon ein älteres Semester, gell? Darum. War genau zwischen den zweien. Mist. Golovin ist es nicht. Ich glaube, es ist Ben Yedda, aber Fabregas wäre halt mein Lieblingsspieler. Und ich glaube C, ja. Der Cheatcode in jedem FIFA. Barca. Piquet, Jordi Alba oder Busquets? Boah, ist es Piquet oder Busquets? Ich sag jetzt Gerard Piquet. Ah. Let us know your answer in the comments. Oh, das weiß ich jetzt wirklich nicht. Was haben wir da? Sergio Busquets, verdammt. Ich war mir nicht sicher, ob es Busquets oder Piquet sein wird, aber gut, ja. Ansonsten war ich halbwegs zufrieden. Also die meisten habe ich, glaube ich, doch erraten. Einige waren dabei, wie AS Rom oder so. Boah, keine Ahnung, Digga. Aber ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie viele ihr richtig hattet, ob es mehr waren als bei mir und ob ihr sowas öfter sehen wollt, denn dann reagiere ich noch auf mehr von diesem Zeug. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut rein und ciao.